Der Lohn war das Anschlusstor in der 63. Minute durch einen sehr schönen Schuss von Keute nach Flanke von Merkhofer. Am Ende 2:1 für Köln, ein verdienter Sieg in einem schwachen Spiel. Tja, in Köln bleibt offensichtlich alles beim Alten. Die jahrelang, muss man sagen, vereinsintern Querelen haben die Mannschaft doch erheblich geschwächt und verunsichert. Vom VfB Stuttgart kann man so etwas glücklicherweise nicht behaupten. Die Mannschaft hat in den letzten Jahren zwar auch nicht das gehalten, was sich die Zuschauer und das Präsidium versprochen haben von der Leistung der Mannschaft, aber im Augenblick läuft es bei den Schwaben sehr gut, bis ausgezeichnet. Einen Beitrag vom Spiel gegen den VfL Bochum von Peter Schmid. Der Sturm im Neckarstadion war stark, aber nicht der des VfB. Die Stuttgarter in Weiß enttäuschten ein hilfloses Anrennen gegen einen Gegner, der sich einigelte. Und Sigurd Winson hier am Ball bediente nicht seine Mannschaftskollegen, sondern den Gegner. Ein Fehlpass mit Folgen. 1:0 für Bochum bereits nach 18 Minuten. Torschütze Benatelli nach einer schwachen Abwehr von Stuttgarts Torwart Rohleder. 0:1 zur Pause, Pfiffe der enttäuschten 20.000. Die zweite Hälfte. Corneliussen köpft zum 1:1 Ausgleich ein in der 50. Minute. Noch einmal das 1:1. Die Flanke kam von Sigurd Winson, eine Gemeinschaftsproduktion von Island und Schweden. Ein Tor der Nordlichter. Doch wer glaubte, dass dies die Wende war, sah sich getäuscht. Die Elf aus Bochum resignierte nicht. Wölk zu Ostwald und 2:1 für Bochum nur 10 Minuten später. Dann die Schlüsselszene des Spiels. In Kelchs Pass läuft Schreier und schauen Sie, was er macht. Traumhaft gespielt von Schreier, nur kein Tor. 3:1, das wäre der K.O. der Stuttgarter gewesen. Diese wechselten aus. Kempe hier im Bild kam für Reichert und Andreas Müller für Schäfer. Und Andreas Müller stand gleich goldrichtig. 2:2, 12 Minuten vor Spielende. Torschütze, der eben eingewechselte Andreas Müller. Der Gegenspieler von Schreier, Bochums Nummer 11, die beim Solo versagte und nun auch beim Decken. Das war Bochums Trainer Schafstall zu viel. Wütend nahm er die 11 vom Feld. Statt 1:3 stand es nun 2:2 und hinter Schafstalls Zorn wohl auch schon eine schlimme Ahnung. Nun auch noch zu verlieren. Eckstoß Sigurd Winson und wieder ist Corneliussen mit dem Kopf da. 3:2, der Sieg für den VfB Stuttgart in der 85. Minute. Das war aber noch nicht alles vom Schweden-Import. 3 Minuten vor Schluss noch das dritte Tor von Corneliussen zum 4:2 Endstand. Dank Corneliussen doch noch ein VfB-Sieg, wenn auch mühsam. Der Schwede ist wohl jetzt schon sein Geld wert. Nach 5 Spielen, 5 Tore von ihm. Und jetzt alle Ergebnisse des 5. Spieltages. Hamburg-Bielefeld 2:0, Frankfurt-Düsseldorf 3:0, Nürnberg-Offenbach 4:0, Bayern-München-Bremen 0:0, Köln-Braunschweig 2:1, Dortmund-Uerdingen 2:1. Nach dieser ersten Niederlage verlor der Aufsteiger die Tabellenführung und ist jetzt Tabellendritter. Dann Stuttgart gegen Bochum, wie gesehen, 4:2. Der VfB Stuttgart damit neuer Tabellenführer. Kaiserslautern, Leverkusen 3:0 und Gladbach gegen Mannheim 3:0. Wolfgang Dremmler von Bayern München sagte heute das Fußball-Länderspiel am kommenden Mittwoch in Budapest gegen Ungarn wegen einer Leistenzerrung ab. Nach Karl-Heinz Rummenigge fällt damit ein weiterer Leistungsträger der deutschen Fußballnationalmannschaft für dieses Fußball-Länderspiel aus. Bundestrainer Jupp Derwall will allerdings keine Spieler nachnominieren und hat heute folgende 15 Spieler ins Aufgebot berufen. Für das Tor Schumacher und Bordenski, für die Abwehr Briegel, Bernd Förster, Karl-Heinz Förster, der übrigens sein 50. Länderspiel bestreiten wird und vertretungsweise Mannschaftskapitän für Rummenigge sein wird, dann Groh und Strack, im Mittelfeld Matthäus, Meier, Müller von Inter Mailand, Rolf und Schuster vom FC Barcelona und im Angriff Litbarski, Völler und Waas. Amateur-Weltmeister bei den Straßenfahrern wurde in Altenrhein in der Schweiz Uwe Raab aus Leipzig. Bester bundesdeutscher Fahrer war Thomas Freienstein aus Nürnberg, der als 19. Fahrer über die Ziellinie fuhr.
Bei den Frauen gewann mit Marianne Berlung zum ersten Mal eine Schwedin den Titel. Ex-Weltmeisterin Beate Habetz aus Köln wurde Neunte. Bei den Ruderweltmeisterschaften in Duisburg standen heute die Finalläufe der Frauen auf dem Programm. Den Titel im Zweier ohne Steuerfrau verteidigte Marita Gasch und Sylvia Fröhlich aus der DDR erfolgreich. Ellen Becker aus Münster und Iris Völkner aus Hamburg fehlten in diesem Finale 0,36 Sekunden zum Gewinn der Bronzemedaille. Die erste Medaille für den deutschen Radsportverband gewann Gerd Naujoks vom Ruderverband gewann Gerd Naujoks vom Ruderverein Hoya Weser. Der 24-Jährige belegte im Einer der Leichtgewichte den dritten Platz und gewann damit zwangsläufig die Bronzemedaille. Weltmeister Walter Röhrl aus Regensburg und sein Münchner Beifahrer Christian Geisdörfer gewannen auf Lancia die Rallye Deutschland, die als neunte von 10 Läufen zur deutschen Meisterschaft gewertet wird. Soweit das Aktuellste vom Tage, meine Damen und Herren, und nun das Wetter von morgen. Wechselnd wolkig. Im Osten zunächst noch örtlich Schauer. Gegen Abend von Westen her Bewölkungsverdichtung und nachfolgend strichweise Regen. Tiefstwerte nachts 10 bis 15, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 21 Grad. Frischer, besonders im Norden stürmisch auffrischender Wind aus Südwest bis West. Das war die zweite Abendausgabe der Tagesschau. Wir melden uns wieder mit letzten Nachrichten gegen 0.10 Uhr. Den Wochenspiegel sehen Sie morgen zur gewohnten Zeit um 12.45 Uhr. Es spricht Kapuzinerpater Erich Purk aus Münster. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Einige Urlaubsfotos. Ab und zu nehme ich die Bilder in die Hand und denke an die Ferien zurück. Viele haben in diesen Wochen voller Spannung ihre Urlaubsfilme entwickeln lassen. Sie zeigen die Bilder ihren Bekannten und erzählen von ihren Erlebnissen. Solche Bilder sind wie Farbtupfer im Grau des täglichen Einerlei. Ohne sie wären wir ärmer. Von Erinnerungen erzählt auch die Kindergeschichte Frederik. Eine Familie Feldmäuse sammelte Vorräte für den Winter. Alle sammelten fleißig, alle bis auf Frederik. Frederik, warum arbeitest du nicht? Fragten sie. Ich arbeite doch, sagte Frederik. Ich sammle Sonnenstrahlen für die grauen, dunklen Wintertage. Ich sammle Farben für die grauen Stunden. Auch wir leben von den Erinnerungen. Von den Erinnerungen an festlich frohe Stunden. Hat nicht mancher in schwerer Zeit durchgehalten, weil er wusste, dass das Leben nicht nur aus grauen Tagen besteht? Man sagt zwar, Erinnerungen verklären und vergolden die Vergangenheit, verwandeln, was gestern war, zur guten alten Zeit. Aber wir können ohne ein paar gute Erinnerungen gar nicht weiterleben. Verehrte Zuschauer, alle Religionen schöpfen aus der Erinnerung, überliefern vergangene Ereignisse. Die Bibel erzählt, wie Gott sein Volk Israel geführt und errettet hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat. Mit dieser Erinnerung an den Auszug aus Ägypten beginnt der Bund, den Gott mit Israel am Berg Sinai geschlossen hat.